Hallo, hallo, hallo. Ich bin mal wieder zurück mit Final Fantasy 16. Im letzten Stream gab es ja leider ein paar Sound-Desyncs. Dank meiner Capture-Karte. Kann passieren bei Capture-Karten, dass der Sound halt einfach mal desynkt. Ich habe jetzt ein bisschen rumgeguckt und versucht, ob ich da Möglichkeit finde, das irgendwie ein bisschen zu fixen oder so ein bisschen zu verhindern. Wait, what? Warum spawne ich hier mit Informationen? Okay. Ach ja, weil ich hier Atlas gefeiert habe, ne? Ich meine, wir sind gerade. Ja, genau. Wir spawnen normalerweise sonst die Monster, wenn Atlas nicht da ist. Gut. Ich habe versucht, das umzustellen, was es hoffentlich verhindert, dass der Sound desynkt. Was anderes tun, außer es einfach am Stream zu testen, kann ich halt leider nicht. Aber für die Videos, die ich im Nachhinein wieder hochlade, da ich ja das alles in kleinere Parts reinkatte. Für die, die das hier dann später in den Videos sowieso sehen, die werden es schon mitbekommen haben. Ich werde dann nochmal bei den Aufnahmen in der Videobar weiterhin versuchen, den Sound zu fixen und den Desync anzupassen und da die Tonspuren so ein bisschen hin und her zu verschieben. Kann halt sein, weil ich auch nicht so gut mit Umgang von Videosoftware Video-Editing-Software bin, dass trotzdem dadurch ein ganz kleiner Milli-Delay ist von ein paar Millisekunden, weil ich nicht genau auf die Sekunde draufgepackt habe. Aber es sollte auf jeden Fall nicht zum Teil 6 Sekunden Delay sein, wie es zum Teil im Stream hatte, also. Es sollte auf jeden Fall angenehmer sein. Was ich auch festgestellt habe, der Sound im Stream hat sich das letzte Mal dreimal gedesynkt. Einmal mit einem großen Desync, wo ein 6 Sekunden Delay war. Und dann zwei spätere Desyncs, die eigentlich versucht haben, den Desync wieder aufzuholen. Was nur für mich wieder mehr Editing-Arbeit gemacht hat, aber ja. Wodurch sich der Desync, glaube ich, dann auf einmal 4 und dann 3 Sekunden verkürzt hat. Im Editing natürlich dann problematisch, dass ich dann die 2 bis 3 Sekunden halt eben der Ton geskippt wurde und die halt dann im Video halt kurz gemutet sind. Oder ich versucht habe, wenn es passend war, halt einfach ein bisschen von der Tonspur zu kopieren, um einfach ein bisschen das so ein bisschen zu verlängern. An einer Stelle blöd, weil es mitten in der Cutscene im Gespräch war. Ja. In dem Folgen solltet ihr es hoffentlich nicht merken. An der Stelle in der Cutscene, ich habe halt auch nochmal eine kleine Textinformation im Video hinterlassen, einfach damit man weiß, okay, was ist gerade das Problem. Aber ja. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich mit dem Stream hier durch bin, auf jeden Fall nochmal genauer durchgucken, ob hier irgendein Desync passiert ist. Wenn nicht zum Beispiel einer von euch mit dem Stream sagt, okay, hier ist ein Desync. Wo ich mir aber auch noch nicht sicher sein bin, wie gut ich das on-stream fixen kann. Capture Cards sind manchmal halt so ein bisschen. Sie sind schön. Aber leider nicht perfekt. ja. Gut. Ich hatte überlegt, wir haben ja das letzte Mal Atlas gefeiert. Habe ich ja überlegt, ob wir den hier auch noch machen. Ich werde mir ihn erstmal noch ein bisschen aufheben. Einfach bis zu dem Punkt zu sagen, dass ich mir das Optima Sword bauen konnte.
Einfach weil es ansonsten keinen wirklich groß schwereren Kampf gibt als diesen, wofür es sich lohnen würde, überhaupt das Multimann-Schwert zu craften. Und wir wollen es ja auch ein bisschen in Aktion sehen. Also ich zumindest. Abgesehen noch von den Chronolof-Trials. Aber die sind ja nochmal so ein bisschen ihr eigenes Ding, weil ich da ja auch was Skillset angeht und sowas sehr eingeschränkt sein werde. Deswegen gebe ich die mir sowieso ganz zum Schluss auf. Weil ich bis dahin noch ein paar bestimmte Accessories haben will, abgegradet und einfach beste Gear haben will, einfach um mir das einfach zu machen. Weil das halt Time Trials sind. Und ja. Wie fühlst du dich, Joshua? Besser als vorher. Aber nicht halb so gut, wie ihr solltet. Eure Wunden sind vielleicht verheilt, aber euer Körper zahlt unweigerlich den Preis für eure Unvernunft. Was hätte ich denn tun sollen? Das war kein gewöhnlicher Widersacher. Das war die Hand der Finsternis. Und trotz allem war es nicht genug. Er hätte mich 100-mal töten können, aber stattdessen hat er mit mir gespielt, wie ein Curl mit einer Maus. Du bist stärker, als du denkst. Machen wir uns nichts vor. In diesem Kampf hat nur ein Mann seine Stärke unter Beweis gestellt. Und dieser Mann war Barnabas. Es tut mir leid, Bruder. Das hätte ich nicht sagen sollen. Noch nie habe ich mich so machtlos gefühlt. Gerade jetzt, wo alle zu uns aufsehen. Vielleicht geht es dem Prinzen genauso. Achso, für die, die sich vielleicht fragen, warum habe ich eigentlich den Düsink im Stream selber nicht mitbekommen? Die Sache ist, ich höre nicht 1:1 den Sound, wie ihr den im Stream hört. Ich habe für mich einen eigenen Submix vom Sound, der getrennt ist vom OBS. Wovon ich auch nochmal die Capture Card Sound unabhängig von OBS nochmal capture. Einfach damit ich für mich die Lautstärke so einstellen kann, wie ich sie für mich gerne haben will. Ohne, dass es da dann zu Problemen kommt, dass am Stream Sachen zu laut oder zu leise werden. Und ich halt für den Stream einmal den Sound so anpasse, wie ich denke, okay, für den Stream ist gut so. Und dann für mich selber halt on Stream, ohne dass ich im Stream was ändere, aber für mich on Stream einfach noch was anpassen kann. Ja. Auch kurz das Problem, dass der Sound in Combat einiges lauter wird, als wie wenn das Game jetzt normal in Cutscenes ist, liegt einfach am Game. Das Game wird in Combat so viel lauter. Und man kann es halt leider nicht separiert in-game halt einstellen. Also zumindest nicht so gut. Entweder du machst allgemein den ganzen Sound leiser oder du hast halt die Stellen, dass der Combat halt einfach doch mal ein bisschen lauter ist. Auch ein Grund, warum ich manchmal nicht so viel im Combat rede. Aber ja. Einfach nur mal noch als kleine extra Information dazu. Und ja. Der extra gecapturede Sound vom Auto, mit dem Auto Capture von der Capture Card ist nicht gedesynkt. Nur der Sound, der im OBS gecaptured wurde, ist gedesynkt. Warum auch immer.
bin ich hier? Bleib da! Frisch vom Brunnen. Oma hat gesagt, dass sich auch Geister verirren. Lichter weisen ihnen den richtigen Weg. Für sie habe ich damals auch eins angezündet. Der Feind agiert aus den Schatten. Warst es du? Hast du meine Hand gelenkt, Ultima? Nein, nicht du. Das war mein Tun, meine Schuld, die ich tragen muss. Und für das habe ich zu sühnen. Deine Wunden verheilen gut. Das liegt an meinen wohltuenden Wickeln. Du machst sie? Ja, ich verkaufe sie auf der Straße. Reicht für was zu essen, meistens. Verzeih mir, ich habe nichts, was ich... Ich weiß, aber du hast doch Hilfe gebraucht. Du gehst schon? Ich muss. Danke dir. Das werde ich nicht vergessen. Komm mich bitte wieder besuchen, ja? Ich find's schön, wie die... dass keine Heilermädchen eigentlich... schon seit dem zweiten Timeskip eigentlich hier irgendwie aktiv relevant irgendwie ist. Das allererste Mal sehen wir sie ja in Dalmekia, wo sie da versucht, ihre Potions zu verkaufen an Jill. Und sie taucht ja dann noch einmal auf bei Joshua, wo sie versuchen, Joshua zu helfen, glaube. Und da nochmal ihre Potions zu verkaufen und jetzt halt hier nochmal Dion. Ich finde es einfach nur schön, wie sie so sagen, so kleiner wiederkehrender Charakter, der so eine ganz kleine Relevanz hat. Und das ist ganz süß eigentlich. Ah ja. Ich mag irgendwie ihren Charakter einfach aus diesem Grund. Weil man sie halt einfach immer wieder mal so ein bisschen sieht. Sie ist, glaube ich, auch in der Kriegscamp von Sambrek gewesen, wo in Dion da war, wenn ich richtig im Kopf habe. Also er hat so ihren eigenen kleinen schönen Arc, auch wenn sie nie wirklich groß mit den Hauptcharakteren richtig interagiert, aber ja. Und ja, Dion scheint es wieder besser zu gehen. Aber mit mehr Schuldgefühlen.
Phönix. Ich schulde euch wohl meine Flügel. Ich hoffe, sorry. Er kann sich selbst verzeihen. Ich nehme an, du wirst wieder nach Valut aufbrechen? Warten macht es nicht besser. Dann sollten wir nicht länger warten. Das sehe ich anders, aber ihr hört ja nicht auf mich. Ihr nehmt täglich eure Medizin. Das werde ich, Lady. Yes, ma'am. Lasst ihr etwa schon zum Aufbruch? Wie lange brauchen wir zurück nach Ashra? Keine Ahnung, so lange wie wir hierher gebraucht haben, oder? Nicht so lange, wenn dein Herr Onkel die Enterprise anständig reparieren lässt. Und deutlich länger, wenn wir keinen Ankerplatz finden. Ja, so einfach werden sie uns nicht an Land lassen. Wir müssen damit rechnen, dass Ashra voller Feinde ist. Dass sie angreifen, sobald sie uns sehen. Wir brauchen einen versteckten Landeplatz. Und ich weiß schon, wen wir da um Rat fragen. Frau Professor, ich sag ihr, dass ihr kommt! Solange ihr den Kurs plant, spreche ich mit eurem Historiker. Ich habe ein paar Fragen zu Ultima. Dann organisiere ich die Reisevorräte mit Charon. In Ashra werden wir nichts finden. Die Verfassung deines Bruders lässt keine großen Mühen mehr zu. Das weißt du, oder? Ja. Ich meine, wenn es gut läuft, sollte er ja auch nicht mehr so auf die Kraft des Phönix benötigen. Wir haben schon wieder ein Update hier bekommen. Come on. Ich habe mich doch schon um Hans und so gekümmert. Wen haben wir denn hier? Hans kam auf dem Weg durch die Wellquarrel. Ah. Ja, ich weiß welchen. War das ein S-Rang? Ich hab den nicht so schwer in Erinnerung gehabt. Es war doch ein Kompliment. Red dir das ruhig an. Also, ach, Clive, ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Bitte sag mir, dass du hier bist, um mich von unserem Nachwuchsgenie zu erlösen. Ich fürchte leider nicht. Ich habe Fragen zu Ashra. Wieder einer dieser Tage, wo einem nichts erspart bleibt. Schieß los. Sobald die Enterprise bereit ist, nehmen wir Kurs auf Drachengrad. Wir brauchen einen sicheren Anlegeplatz. Ein, wo nicht alle sofort mein schönes Schiff ramponieren. Wenn es Divisand am Meer gäbe, würde Valut heute wohl kaum als uneinnehmbar gelten. Wir wissen fast nichts über Ashra. Die wenigen Berichte, die uns vorliegen, sind lückenhaft und veraltet. Und das haben wir König Barnabas zu verdanken. Valuts Grenzen sind für Auswärtige unpassierbar, seitdem er den Thron innehat. Wenn es einen sicheren Anlegeplatz gibt, ist er nicht auf meiner Karte. Dann erzähl uns wenigstens das, was du weißt. Du wirst immer noch besser informiert sein als wir. Tu es für die Enterprise! Na gut, na gut. Wenn ich dann meine Ruhe habe. Aber unterbrecht mich und es ist Schluss. Verstanden? Barnabas Tarm, der letzte König, wie viele ihn nennen. Um Valut zu verstehen, musst du erst verstehen, was ihn vorwärts treibt. Als Kind war er von fern jenseits der südlichen Wasser nach Valistea gekommen und noch als Jüngling gelang es ihm, die Stämme Ashras unter sich zu vereinen. An ihrer Spitze marschierte er in Veldermark ein und legte das alte Königreich über Nacht in Schutt und Asche. Sein Triumph versetzte Valistea in Aufruhr. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von Odins Macht in jeder Burg, jedem Hof, jeder Schenke. Und das war bereits im Jahr 843.
Der kühne Ritter wurde zum gestandenen König, der seit 40 Jahren regiert, ohne Spuren der Zeit davonzutragen. In letzter Zeit war es still um das Königreich von Valut. Und viele wunderten sich schon, ob Odins Kriegslust versiegt sei. Doch die Einherjahr ist nun in See gestochen. Ein unmissverständliches Signal. Und nie mehr abgesoffen. Orks scharen sich um Drachenfang und Schwärme Akasischer überfluten die Gassen Canvas. Wie genau das Chaos, das sie verbreiten, Valut nützen soll, bleibt ein offenes Rätsel. Doch bedenke, wenn es tatsächlich König Barnabas war, der den Befehl zum Angriff gegeben hat, können wir eines mit Sicherheit sagen. Valut ist das Unvorstellbare gelungen. Es hat die Wildstämme und Akasischen unterworfen, vor denen der Rest Valisteas in Furcht erzittert. Noch nie hat es so etwas gegeben. Daher kann niemand euch sagen, was euch erwartet, wenn ihr Fuß auf Ashra setzt. Die Fäule hat bereits große Teile des Kontinents verschlungen und die wenigen verbleibenden Häfen werden streng bewacht. Nicht zu vergessen Ashras tückische Küste. Ein gewöhnliches Schiff würde von den reißenden Strömungen gepackt werden und wie morsches Treibholz an den Klippen zerschellen. Doch die Enterprise ist alles andere als gewöhnlich. Und mit ist die Landung schon einmal dort gelungen. Vielleicht fällt dir ja auch selbst jemand ein, der gerade erst an der Schattenküste gestrandet ist und weiß, wo man sicher an Land gehen könnte. Mir selber. Siehst du, Clive? Du hättest mich gar nicht gebraucht. Kannst du uns zurück an diese Küste bringen, Mit? Ich hab euch auch abgeholt, oder? Aber du meinst wohl wegen der Strömung dort. Das stimmt, die haben es in sich. Aber das macht's erst spannend. Wohl wahr. Danke für alles, Vivian. Wenn ich schon mit Allgemeinwissen und ein paar Gerüchten deinen Dank ernte, was bekomme ich dann erst, wenn ich wirklich relevante Informationen für dich habe? Wahrscheinlich mehr Besucher. Mit, wir versammeln uns in der Schankhalle. Trudor. Ich hole Joshua aus dem Archiv. Aye, aye, Captain. Ach, sind jetzt auch schon wieder neue Sidequests aufgetaucht. Ach, come on. Das Game will mich echt immer als Teer, also in Stürm. Ashra gehört ihm zwar das Teer, aber... Ist ja Ashra und Stürm. Ich wüsste nicht, was dem wieder... Clive, das musst du hören. Bitte, sprecht. Ihr erinnert euch an unsere letzte Unterhaltung über Ultima? Nun, ich habe seither neue Erkenntnisse gewonnen. Und allem Anschein nach ist euer Bruder zu ähnlichen Schlüssen gekommen. Du erinnerst dich an das Wandbild im Phönixtor, wo meine Suche nach Ultimas Ursprung ihren Anfang nahm? So bedeutsam es mir auch schien. Sein Geheimnis habe ich nie entschlüsselt. Doch ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir weitere solcher Darstellungen finden. Besser erhaltene, wie ich hoffe. Sagt, Clive, habt ihr auf euren Reisen je vom Kreis des Malius gehört? Ich nehme an, eher nicht. Der Name bezeichnet die älteste bekannte Religion in ganz Valisthea. In Stürm geriet sie mit den Jahren in Vergessenheit. Doch selbst heute noch finden sich Spuren ihrer Lehren in der kristallenen Orthodoxie. Wartet, in Stürm ist sie vergessen. Und in Ashra? Religiöse Bauten werden oft abgerissen oder zweckentfremdet, wenn ein neuer Glaube den alten verdrängt. Aber wenn nie ein neuer Glaube aufkam, dann könnte es durchaus sein, dass die alten Tempel noch stehen. Verstehst du? Deshalb muss ich unbedingt mit dir nach Valut. Und wie immer ist die Geschichte uns ein weiser Lehrer. Doch ohne Moss und seine Notizen wären wir nie auf diese Fährte gestoßen. Unglaublich, dass ihr die ganze Zeit die Aufzeichnungen meines Mentors bei euch hattet. Ich bin froh, sie in guten Händen zu wissen. Ich werde sie pflegen und hüten. Joshua,
Wenn du fertig bist, komm in die Schankhalle. Ich muss noch mal mit allen reden. Natürlich. Mitch hat gesagt, ich darf als nächstes auf die Enter. Das kennt er schon wieder. Verzeihung. Ihr habt alle gehört, wohin wir gehen und warum. Ich langweile euch also nicht mit Details, nur mit den wichtigen. Wenn wir uns Stonehöhe auf dem Seeweg nähern, werden wir höchstwahrscheinlich gesichtet und unter Beschuss genommen. Stattdessen gehen wir also an der Südwestküste an Land und dann zu Fuß nach Drachengrad. Auch das wird gefährlich. Wir müssen davon ausgehen, dass ganz Ashra unter Ultimas Kontrolle steht. Eine große Gruppe würde unnötig auffallen, käme langsam voran und würde mehr Verpflegung brauchen, was ein Risiko wäre. Nur Joshua und ich gehen an Land. Und ein Speer. Ein guter, wenn's geht. Gav, kennst du da wen? Darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Aber vielleicht leih ich mir trotzdem noch eine von Vivians Karten. Nur für den Fall, meine ich. Du setzt uns an der Schattenküste ab. Dann fährst du zurück in neutrale Gewässer. Hiss die Handelsflagge. Verhalte dich unauffällig. Beim geringsten Anflug von Gefahr lässt du uns zurück und fährst nach Sturm. Unauffällig ist mein zweiter Vorname. Aber das mit dem Zurücklassen kannst du vergessen. Mein Schiff fährt nirgendwo hin, bis nicht alle eure Nasen wieder an Deck sind. Jill, die Enterprise wird für Piraten und Valuta ein verlockendes Ziel sein. Schalte jeden aus, der an Bord will. Keine Sorge. Dem Schiff und der Mannschaft passiert nichts. Schließlich bringen sie euch zurück, oder nicht? Aber... nun gut. Wenn es keine Fragen gibt, sehe ich euch am Hafen. Sag Bescheid, wenn du gehst. Ich muss noch etwas loswerden. Mach ich. Gut, wir haben ja schon mal auf jeden Fall erstmal einen Plan, um Ashra zu stürmen, sagen wir mal. Und vielleicht auch Tachen gerade einzunehmen. Wie glaubst du, teilt man das Meer? Ich glaube, es ist besser, es nicht zu wissen. Indem man einfach mit einem fucking großen Schwert und einer Magieattacke einfach das Meer spaltet. So einfach. Schafft leider nur Odin. Ist was passiert? Wieso? Also echt. Ich wollte mich nur kurz verabschieden. Ich werde wie immer den Laden hier zusammenhalten. Du kannst also ruhig die Welt retten. Ich verlasse mich auf dich.